Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Time Boxing. Heute mit Flo Lewald. Eine besondere Ehre, weil Flo eben mein erster Lehrmeister war. Ich habe bei Flo mein allererstes Praktikum gemacht vor 15 Jahren. Also lange Zeit her. Und ja, Flo, erzähl doch mal in einer Minute das Wichtigste über dich. Ja, Florian Lewald. Ich würde mich als Internetunternehmer bezeichnen, habe Mitte der 90er angefangen mit Online-Marketing, was es damals halt so viel, wie es damals gab. Habe vor dem Abi meine erste Agentur gegründet, meiner Mutter aber noch versprochen, dass ich Abi mache. Das auch eingehalten und bin dann aber dabei geblieben. Mhm. Dann bin ich knapp 2005 vom Holzbrink Verlag angesprochen worden, ob ich nicht nach München kommen möchte, um ein Projekt zu machen hier. Das hörte sich damals ganz spannend an und dann dachte ich, komme ich mal für ein paar Wochen nach München aus Berlin. Aus den paar Wochen sind dann mehrere Jahre geworden, wo ich quasi bei Holzbrink eLab im Inkubator von Holzbrink Projekte geleitet habe und vor allem die Zukäufe auch beraten und betreut habe. Im Online-Marketing StudiVZ ist da wahrscheinlich so das Bekannteste und habe die letzten Jahre in Köln dann ein Startup aufgezogen, Kiss My Ads. Wir waren so eins der ersten Mobile-Performance-Netzwerke in der Welt, wo es heute ganz, ganz viele von gibt. Und haben den Laden aufgebaut und dann an Ströer verkauft. Und heute mache ich so ein bisschen Investments, was aber auch keine richtige Aufgabe ist, würde ich sagen, sondern nur so ein bisschen Beschäftigung und werde demnächst wieder neu gründen. Cool. 5 Minuten, Flo, für deine größten Lessons learned in den letzten 20 Jahren. Ja, in den letzten 100 Jahren, ja. Lessons learned, es gibt viele. Also ich glaube, wichtige Lesson ist immer, das Team und die Personen sind das Allerwichtigste. Es geht beim Gründerteam los und gerade jetzt in der Zeit, wo Gründen so sexy und so attraktiv ist, weil man damit in tollen Fernsehsendungen auftreten kann und so Bits und Pretzels darf, glaube ich, dass viele Leute gründen, obwohl sie nicht unbedingt Gründer sind und nicht unbedingt diesen Drive mitbringen, den man eigentlich braucht. Wenn man aber ein Team hat, wo wirklich alle sagen, wir wollen das machen und wir gründen nicht, weil wir bekannt werden wollen, reich werden wollen, sondern weil wir was verändern wollen, weil wir die Welt verändern wollen, dann ist das Gründungsteam ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das, was dann halt kommt, ist das Team, was quasi das Unternehmen ausmacht. Und das ist ja eigentlich noch viel mehr als die Gründer selbst. Die sind natürlich so ein bisschen Grundstock, würde ich sagen. Aber das, was eigentlich das Unternehmen ausmacht, ist das echte Team, also die Leute, die später kommen. Und ich habe da gelernt, dadurch, dass ich vor allem, ich finde ja so Nachwuchsförderung ganz wichtig. Und wir haben viele Leute eingestellt, die wir quasi als Werkstudenten oder Praktikanten zu uns reingeholt haben, die nicht viel Erfahrung hatten. Haben die dann in Anführungszeichen ausgebildet, haben ihnen halt ein bisschen was beigebracht und das meiste haben sie dann beim Doing gelernt natürlich. Aber dadurch wächst so ein Team sehr organisch und harmonisch zusammen. Und das ist eine super geile Zeit in der Anfangszeit, wenn das Team wirklich zusammenarbeitet und alle mögen sich und feiern die ersten KPIs, die ersten richtigen Umsätze zusammen und sind halt eine Familie, die zusammengehören. Und das ist aber was man dann später lernt, dass das, was am Anfang so cool ist, manchmal auch schwierig werden kann. Nämlich, wenn der Laden wächst und das Team wächst, dann hast du irgendwann 20 Leute, 30, 40, 50 Leute und brauchst dann erstmal Hierarchien, was ganz, ganz schwierig ist, wenn das halt erst quasi von einem Chaoten geführt wurde und die anderen gerne mitgespielt haben einfach. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich selbst irgendwann nicht mehr als Geschäftsführer auftreten wollte, weil ich gesagt habe, das ist ein Beamtenjob, wo man nur noch verwaltet, sondern ich wollte wieder anpacken und wieder Sachen machen. Und da habe ich versucht, unterschiedlichste Leute in die CEO-Position oder auch in die COO-Position zu setzen, die von extern gekommen sind. Und das ist was ganz, ganz schwierig ist, wenn dieses Team halt was anderes gewöhnt ist. Wenn auf einmal da jemand steht, der sagt, wir machen das jetzt so, weil ich das so sage. Und das ist, glaube ich, was, wo man auch über seinen Schatten springen muss und lernen muss und manchmal auch Leute verliert. Und das ist schade und ist traurig, aber ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da dazugehört. Ich würde sagen, das war eines der allerwichtigsten Learnings, was man hat. Okay, danke. Wie gesagt, den Punkt mit der Nachwuchsförderung kann ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auf jeden Fall bestätigen. Flo, 2 Minuten für deine größten Wow-Momente.
Ja, so Wow-Momente gibt es natürlich viele in so einer Unternehmensgeschichte. Ich glaube, der allerwichtigste ist erstmal, wenn es auf einmal klappt. Also du arbeitest irgendwie, natürlich, du hast so ein gewisses Setup-Zeit, du machst erstmal so ein bisschen viel alleine mit ein, zwei Leuten vielleicht, mit deinem kleinen Core-Team. Und dann halt gibt es so einen Tag, bei mir war das, da war ich auch noch auf einer Messe in Las Vegas, wo auf einmal megamäßige Umsätze reingekommen sind. Und ich saß alleine in Vegas, habe mit meinem Kollegen telefoniert in Köln. Und wir haben eigentlich nur gedacht, ja scheiße, hoffentlich ist es nicht irgendein Fehler, hoffentlich ist es morgen noch da und hoffentlich bleibt das so. Und es ist dann wirklich eine Zeit lang so geblieben. Das war ziemlich cool und das war definitiv ein Baumoment. Und andere Baumomente sind auch wieder personenbezogen, würde ich sagen. Also gerade wenn man sieht, Leute, die man quasi als Praktikant, als Werkstudent eingestellt hat. Bestes Beispiel ist da der Markus bei mir aus dem Team. Kam direkt von der Uni, hatte, glaube ich, außer als Werkstudent noch nie irgendwo gearbeitet, hat bei uns eine Menge gelernt, sich extrem reingefuchst, ist dann Stück für Stück aufgestiegen quasi im Team, war aber auch für das Team einfach immer der Ansprechpartner, ist heute COO von der Ström Mobile Performance, also der Laden, der aus der Kissme Ads entstanden ist, und hat, glaube ich, noch eine ordentliche Karriere vor sich. Und mein persönlicher Wow-Moment ist natürlich immer, wenn ich Facebook aufmache und sehe, was der Bruchlöwe wieder gerockt hat. Danke. Flo, wir sind durch cool. Mit der Zeit. Ich stelle mal ganz kurz die Uhr vor, dass nicht gleich piepst. Danke für deine Zeit, danke für deine geteilten Erfahrungen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie ihr seht, ist es nicht gerade kalt in dem Raum. Deswegen sind wir jetzt froh, wenn wir einfach jetzt auch wieder rauskommen. Genießt den Sonntag, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.